bei uns unser Trainer Rüdiger Rehm, ja, den Einstein, den haben wir uns alle wahrscheinlich anders vorgestellt. Ich glaube, wir haben schwer ins Spiel gefunden, dann kriegen wir so ein Tor, das kriegst du auch nur einmal in der Saison, glaube ich. Danach kommen wir super geil ins Spiel, schaffen es aber nicht, das 1-1 zu machen, dann ist Halbzeit, wir kommen gut raus, fangen uns das 2-0 und dann war eigentlich rum. Kann man so zusammenfassen oder wie würdest du das Spiel sehen? Ja, hast du gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass wir gar nicht so schlecht reingekommen sind in die Partie, aber wir haben einige Flanken zugelassen über die rechte Seite von 60. Ja, die haben aber in der Mitte dann ganz gut geklärt. 60 kam eigentlich kaum in unsere gefährliche Zone rein, in unser letztes Drittel. Wir waren oft da, aber wir waren auch nicht zielstrebig genug und nicht durchschlagskräftig genug. Ja, haben zu wenig aus dieser eigentlichen Überlegenheit gemacht. Und dann kam eben dieser Treffer, dieser Rückstand, der uns natürlich schon getroffen hat. Dann sehe ich es genauso. Dann waren wir top im Spiel, müssen dann aber auch mehr Durchschlagskraft, mehr Genauigkeit, mehr Effektivität erzielen. Und dann kommt natürlich das 0-2 und dann haben wir alles riskiert. Und erst dann kam 60 gar nicht zu mehr Torchancen. Jetzt hast du es natürlich nicht einfach. Du hast ein Team, das ist noch nicht so lange beisammen. Du hast nicht wirklich Möglichkeiten gehabt, da vollends vielleicht auch deine erste Elf zu finden. Mit was, vielleicht auch taktisch, bist du sehr zufrieden heute? Was hat gut geklappt, was du sehen wolltest? Was hat nicht so gut geklappt? Ich glaube, dass vieles schon ganz ordentlich geklappt hat. Ja. Ich glaube nur, dass die zwei entscheidenden Sektoren im Spielfeld, das ist der 16er bei uns und der 16er beim Gegner, ja, dass wir da nicht immer der erste Sieger waren, beziehungsweise zu oft der zweite Sieger waren. Ja, 60 war nicht oft bei unserem Tor, hat zwei Tore gemacht, gefühlt aus den ersten zwei Abschlüssen. Ja, und wir haben eben auch die Präzision in der Flanke, die Präzision im Abschluss vermissen lassen, haben uns dann ein bisschen unsauber manchmal durchgespielt. Fehlen natürlich noch Abläufe, aber das hat der Gegner auch gehabt. Aber insgesamt war ich eigentlich mit dem Spiel, mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, zufrieden, bis auf die Durchschlagskraft nach vorne, ja, was natürlich absolut zum Fußball dazugehört. Und die dreckigen Gegentore, die wir heute kassiert haben. Für mich, ich habe das Spiel so ein bisschen als erster scharfer Test für die Saison gesehen, weil jetzt haben wir gleich ein Pokalspiel, haben nächstes Wochenende kein Ligaspiel und dann geht es daheim gegen Lübeck los. Sind es genau die zwei Wochen, die man jetzt Vollgas aktivieren kann, erste Erkenntnisse ziehen und sagen, okay, so richten wir uns jetzt aus? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen natürlich jetzt erstmal gucken, wie wir das Spiel aufarbeiten, wie wir das Spiel analysieren. Und dann gibt es die Pokalspiele, hoffentlich zwei Stück am Mittwoch und am Samstag. Die nutzen wir natürlich auch gerne, um nochmal weiter in die Spielpraxis reinzukommen, weiter unser Spiel zu festigen. Ja, und dann ist zu Hause gegen Lübeck, da wird das Karl-Benz-Stadion hoffentlich dementsprechend die Atmosphäre sein, die wir brauchen. Und die werden uns antreiben. Und wir wissen aber auch, dass Sandhausen heute in Lübeck sich schwer getan hat mit dem 0-0. Und das wird alles kein Zuckerschlecken werden. Aber im Heimspiel wollen wir gewinnen. Da wollen wir natürlich versuchen, die Kurve zu kriegen. Danke für die Worte, Rüdiger. Wir wünschen viel Erfolg. Sehen uns beim Pokalspiel. Dankeschön. Macht's gut. Komm du nach Hause. Danke.